Hallo an alle. Mein Name ist Carlos Miranda. Ich arbeite auch im Gesundheitswesen. Ich habe viel mit Atemtherapie zu tun. Und ich möchte auch erstmal allen hier danken, den Organisatoren, auch der Polizei, den Sicherheitskräften, auch der Gemeindeverwaltung von Wasserburg und unserer noch bestehenden Demokratie, dass dieses Zusammentreffen hier möglich ist. Vielen Dank. Ich möchte einen Punkt ansprechen, der mir so sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich die Spaltung innerhalb der Gesellschaft, die in meinen Augen nicht dadurch besteht, dass wir so unterschiedlicher Meinung oder unterschiedlicher Gesinnung wären, sondern dass extrem widersprüchliche Informationen in die Bevölkerung gegeben werden und das mit extrem tendenziöser Berichterstattung in den Medien. Und man kennt es aus der Werbebranche. Ich habe ein Jahr lang Werbepsychologie studiert. Das ist die Grundlage der Werbepsychologie, ist mit den Emotionen der Menschen zu arbeiten, weil das das bewegendste Element ist, wie ich Menschen dazu bringen kann, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und hier das Hauptelement, das hier seit März und zwar so massiv eingesetzt wird, aber nicht erst seit März, aber auf einer ganz neuen Größenordnung, ist die Emotion von Angst. Und mit diesem Mechanismus wird jetzt etwas durchgebracht, und zwar was Interessen von Lobbyisten. Warum ist das so? Weil zum Beispiel Institutionen wie die WHO, die einst begann als ein Zusammenschluss von Staaten, um sich globalen Gesundheitsthemen gemeinsam anzunehmen, seit circa 25 Jahren in einem Wandlungsprozess dahingehend ging, dass die Mitgliedstaaten ausgetreten sind und dafür private Investoren eingetreten sind. Und heute die WHO zu 80% privat finanziert ist aus Großkonzernen. So, und diese WHO wird nun weltweit und hat sich in die Position gebracht, weltweit die Gesundheitspolitik zu diktieren. Und das, allein das, ist die größte und nicht tolerierbare Machtübernahme, die da jemals stattgefunden hat. Denn hier sind die gleichen, die die Interessen haben, dass ihre Impfungen, ihre Medikamente und sonstigen Dinge verkauft werden, sind diejenigen, die jetzt die Meinungshoheit über die Wissenschaftlichkeit diktieren, und zwar weltweit. Und das wiederum hat auch direkt mit dem soeben angesprochenen dritten Änderung am Infektionsschutzgesetz zu tun, denn was eine der geplanten Änderungen ist, ist auch die Definition dessen, was hier in Deutschland nämlich seit März die Grundlage für die ganzen Maßnahmen bietet, nämlich, dass eine epidemische Lage nationaler Tragweite besteht. So, dieser Zustand war bisher nicht definiert. So. Also alle Maßnahmen wurden eigentlich durch einen gar nicht definiert, also weder durch Infektionszahlen oder durch Todeszahlen oder durch irgendwelche anderen wissenschaftlichen Fakten belegte Behauptung gemacht. So, und das soll jetzt geändert werden. Und wenn man sich jetzt anschaut, auf was das jetzt basiert werden soll, ist dass wenn die WHO, und das steht dann in unserem Gesetz, wenn die WHO eine pandemische Situation weltweit ausruft, dann gilt das auch für Deutschland, dann greift das Infektionsschutzgesetz und dann sind die Grundrechte dahin. Und dieser Lobbyismus, der jetzt diese Maßnahmen ergreift, ist der gleiche Lobbyismus, der seit Jahrzehnten verhindert, dass die Antibiotikavergabe in der Massentierhaltung und an Krankenhäusern und an Menschen reduziert wird, was dazu geführt hat, dass wir jetzt 40.000 Krankenhauskeimtote in Deutschland pro Jahr haben. Und das ist Lobbyismusarbeit, die Ursache davon.
Und wiederholte Versuche, da was zu ändern, einzugreifen, wurden untergraben, und zwar von den lobbyistischen Leuten in unserer Politik. Und ja, wir haben eine Demokratie, nur die funktioniert nur so lange, wie die klare Trennung von wirtschaftlichen Interessen und dem Staatsapparat, der im Dienste der Menschen steht, gewährleistet ist. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann ist das nur noch eine Scheindemokratie. Dieser gleiche Lobbyismus führt dazu, dass die seit Jahren und Jahrzehnten angestrebten Verbote von Glyphosaten, von verschiedenen anderen Giftstoffen nicht durchgebracht werden und 70.000 bis 80.000 Menschen in Deutschland an Krebs sterben. So. Und alle diese Zahlen werden so behandelt, als ob die irrelevant wären, als ob man dagegen nichts tun könnte. Aber jetzt sind wir bei 9.500 Corona-Toten. Und das legitimiert jetzt Maßnahmen, die die Wirtschaft auf eine Art und Weise in Grund und Boden stampfen werden. Wir sind am Anfang einer Entwicklung und das ist jetzt schon unaufhaltsam. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist um 20% jetzt zurückgegangen oder 15%. Solche Zahlen wären vor einem halben Jahr unvorstellbar gewesen für Ökonomen. Allein ein Wirtschaftsrückgang auf 0% oder um 1% Rückgang wäre ein Super-GAU gewesen. Ja? Jetzt sind wir in Deutschland bei 15-20%, Spanien 25%, USA 33%. Wir erleben die Implosion der Weltwirtschaft vor laufender Kamera. Und das wird so weitreichende Folgen auf das Gesundheitssystem in diesem Land und weltweit haben. Weil wenn die Armut um sich greift, dann ist das Letzte, was noch stehen bleibt, das Gesundheitssystem, die Altenpflege, die Versorgung von Kindern. So. Und keiner von den Politikern, die jetzt diese Maßnahme machen, kann auch nur irgendwie ansatzweise das verantworten, was jetzt schon in die Wege geleitet wurde. Und durch die Maßnahmen, und da gibt es Studien, das ist nicht meine Erfindung, das ist keine Verschwörungstheorie, das haben die führenden Epidemiologen von Harvard, Stanford und Oxford in der Great Barrington Declaration schon zusammengefasst. Und es gibt Studien, welche Auswirkungen bereits beim ersten Lockdown weltweit passiert sind. Und es gibt Schätzungen, dass bereits in der dritten Welt, vor allem, weil die trifft es ja als allererstes, Millionen von Todesopfern zu beklagen sind, nicht aufgrund der Pandemie, sondern aufgrund der Lockdown-Maßnahmen. Und das sind die ungenannten Opfer, die hier auf Kosten einer absolut pseudowissenschaftlichen Debatte beschlossen werden, die aber weltweite Konsequenzen haben. Und jetzt möchte ich noch eins ganz kurz zu der Wissenschaftlichkeit sagen. Ich war auch sehr froh über den Beitrag am Anfang von dem Herrn, wo er gesagt hat, ja, was hätten wir denn gemacht, wenn wir, also am Anfang, da wusste ja keiner, wie der Virus ist. Stimmt, ich bin da derselben Meinung, absolut. Aber jetzt ist die Lage absolut anders. Und es gibt ein lebendiges Beispiel, das jedem Politiker in diesem Land und überall verbieten müsste, nochmal einen Lockdown umzusetzen. Und das ist Schweden. Das ist einfach so. Und jeder, der sich nicht mit den Zahlen aus Schweden beschäftigt hat, bitte, er tut es. Die Sterberaten sind ganz unten. Die haben einen natürlichen Immunisierungsprozess durchlaufen und ernten jetzt gesundheitstechnisch die Früchte von dieser Politik. Und das ist ein lebendiger Beweis. Und den gibt es nicht mehr abzustreiten. Das ist keine Verschwörungstheorie. Damit schließe ich jetzt auch. Danke. Und es ist jetzt einfach so eine Aufgabe, auch wirklich, und auch wenn es so lästig ist, immer noch weiter aufzuklären, mit Leuten zu sprechen und auf diese Dinge hinzuweisen. Weil wenn wir dann müde werden, dann sind die letzten Kräfte noch die Politik mit einer Wissenschaftlichkeit zu verbinden gescheitert. Und dann kommt was Dunkles, wenn das passiert. Danke.